Er ist ein bisschen nauserig. Komm. Also wenn das Grassland ist, ne? Wenn das Grassland ist, guck mal, hier könnten wir theoretisch aufsetzen. Wenn er den Fallschirm ziehen würde, was er einfach nicht tut, der beknackt. Hau den scheiß Fallschirm raus. Darf nicht wahr sein. Und wir müssen den hier. Können wir den. Wir können ihn nur cutten. So, gleich geht er ganz auf. Ui. Guck mal. Es ist. Ey. Hallo? Flying above Kerbin's Water, ja? Super, ist das ein Gebirgssee oder was? Also Custom Biomes scheint ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Und wie schön, wo wir hier runterkommen. Da habe ich schon Das wieder Wasser Eier dreckig. verloren. Scheiße. Was macht es denn jetzt? Oh nein! Oh nein! Tut weh. Alter! Ach ja, jetzt weiß ich auch, warum man sagt, above waters hier. Ey! Ist das wahr? Auf diesem ganzen verschissenen Hügel gibt's einen Krater. Ja, wen treffe ich? Lebt er jetzt wieder? Nee. Ist unglaublich. Okay. Irgendwie müssen jetzt Science Points herkommen. Bin schon am überlegen, ob wir Geld umleiten sollen. Wir haben noch eine Mission frei. Aber ich will keinen Radial Mount Parachute testen in Flight Above Kerbin. Wobei, senkrecht hoch, aber das. Nee. Liquid Fuel Engine testen. Es gibt drei Science. LV 909. Weißt du was? Pass auf. Pass auf, wie er macht. Die Dinger weg. So. LV 909. Ja, so. Jetzt, wir brauchen 45, dann können wir sofort zum Moon fliegen, können auf dem Moon einen ganzen Arsch voll Science klar machen, dann läuft alles. Dann kriegen wir Geld, wir kriegen neue Science, wir können uns vielleicht den IWL-Reporter kaufen. So, Mission erfüllt. Ja! Nee, das ist Visual Surveys. Aber den Engine-Test haben wir auch, ne? Dass ihr die Daten hier sendet. Naja, wollte ja nur einen Test des Triebwerks haben. Ach so. Im gelandeten Zustand. Oh. So. Activate, was sagt der? Activate the path through the staging UI. Ach so. Ich habe auf Activate gedrückt. Arschig. Sehr arschig. So. Okay. Da haben wir wieder zwei Sciences. Es tut mir leid, das war jetzt so ein bisschen, aber irgendwie müssen wir. So ist das Spiel auf hart. Das Spiel auf hart ist eine Drecksau. Kann man ruhig sagen. Werdet ihr mir zustimmen, oder? Stack-Decoupler Hast du testen. meine volle Zustimmung? Ja, ne? Wir gucken mal. Ob wir irgendwie jetzt, Man kann fast sagen, das Spiel ist lebensgefährlich. Ja. So, hier sollen wir zum Beispiel einen Radial Decoupler testen in einer Suborbital Trajectory. Bei 82 bis 89.500 Metern kriegen wir 10 Science für. Müssten wir hinkriegen.
Allerdings können wir hier erstmal für ein Science diesen Adapter, den, was sollen wir da testen? Stack Decoupler. Okay, machen wir auch. Pass auf. Upp. So, ja. Okay, klack. Müssen wir jetzt leider ein bisschen so machen, aber gleich haben wir es zusammen. Mühsam, ja, wohlgemerkt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen an dieser Stelle erstmal. Prost. Ich zieh mal an der Kaffeetasse. So, ne? Wollte er ja so haben. Pass auf, irgendwas passiert jetzt. Irgendwas explodiert und tötet uns. Instant. Habe ich's gesagt? Jetzt, ne? Naja, egal. Auch funktioniert. So, jetzt sind wir bei... Wie viel Science haben wir? 34, noch 11. Wenn wir jetzt hergehen und können vielleicht den... Radial Decapter und Suborbital Trajectory, den sollten wir hinkriegen. Kann sein, dass wir wieder einen Piloten verlieren werden. Kennen wir ja schon. So, warte. Okay, müssen wir ein bisschen umbauen. Wir müssen 89.000 Meter erreichen. Brauchen wir dann doch schon ein bisschen. Machen das zum Abwerfen. Ach, den Radial Decoupler, ne? Okay, das heißt, wir müssen... Pass auf, wie wir es machen. Haben wir den Radial Decoupler überhaupt? Den haben wir. Ah, ne, den sollen wir testen, ne? Och, das hässliche Riesending. Okay, müssen wir zwei Stück einbauen. Was kosten die? 700. Da brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen... Das Positive ist, wenn du die nicht erfolgreich testest, hast du aber erstmal als Freischaltung kannst du nutzen. Ja, das stimmt. Ich hätte gerne ein anderes Teil, aber... Sieht ein bisschen jetzt aus wie ein... Weiß ich nicht... Etwas von einem. Jeden Fall so. Okay, wenn wir jetzt so machen, ja. Und fliegen jetzt, haben wir 2200. Pass auf, den. Jetzt füllen wir mal die Tanks. 3700. 4800. Das reicht dicke für einen Orbit. Die beiden kosten nicht so viel, ne? RT-10, das ist egal. Die schmeißen wir einfach in den Müll. Wir müssen Suborbital Trajectory. Wir können. Wir haben genug Sprit zum Starten. Ich habe nur ein bisschen Angst. Um den Schub, den die Dinger generieren, drehen wir wirklich mal bis aufs Mindeste zurück, dann so. So. Weiß nicht, warum er jetzt hier so. Mhm. Aber wir lassen sie mal so brennen. Ein paar 30% müsste reichen. Science Leecher 2. Dann können wir mit etwas Glück bekommen wir da genügend Forschung. Ich möchte ja gerne jetzt so einen Satelliten irgendwie ins All kriegen. So. Jetzt haben wir gar keinen Pilot. Jetzt haben wir keinen SAS. Boah, das Ding dreht sich. Ob es auch wieder aufhört, sich zu drehen. Und Orbit... obwohl, es ist eigentlich erstaunlich stabil dafür, dass es aussieht wie ein... Weiß ich nicht. Ich meine, es dreht sich ein bisschen, aber hey, wer tut das nicht? Ich meine, jeder dreht sich mal von Zeit zu Zeit. Ich hasse es, ohne SAS zu spielen. Aber Bill wird auf jeden Fall glücklich mit dem Gerät hier, das sehe ich so. Wir dürfen nur nicht zu früh abwerfen. Suborbital Trajectory, wir müssen relativ hoch raus. 89 Kilometer, müssen wir es zünden. Ich blende das mal hier ein. So, Kerbin, ja, haben wir. Suborbital Trajectory kriegen wir hin. 82 Kilometer, müssen wir es abwerfen.
Können wir vielleicht auch beim Aufsteigen schon tun? So. Upp, all. Weiter geht's. Ah, da hätten wir vielleicht jetzt irgendwie einen Crew-Report. Ah, der zählt dann direkt ab. Ey, Drecksau. Guckst du eine Sekunde nicht hin? Guck, was er macht. Guck, was er macht. Scheibengleister. Ja. Ja. Kopf über, aber es ist wieder stabil. So. Jetzt haben wir Orbital-Anzeige. Alter. Ist nicht wahr. Und nicht noch irgendwo. Nein. Bleib hier. Komm, 1, 2, 3, 4, 5 Science Points brauchen wir nur noch. Vielleicht, wenn wir es überleben. Oh. Übrigens, wenn du dir so Missionen aufkörben annimmst, kannst du die in über M anklicken und sagen: Hier, mach mir einen Punkt auf den Navball. Oh, das ist cool. Das hat was. Da muss ich gleich mal gucken. Ich krieg ja so Missionen, ich krieg ja nur den Decoupler testen. Und so ein Brüll. So, Suborbital Trajectory haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir kommen relativ steil wahrscheinlich wieder rein. Das heißt, wir müssen beim Wiedereintritt sehr gut abbremsen. Ich bin guter Dinge, wenn wir es nicht übertreiben, dass wir das schaffen. Gleich werden wir hier den Decoupler feuern. 82.200. Und alles grün. Tschüss. 10 Science sind uns. 44 haben wir, 45 brauchen wir. Ein verschissener Punkt. Crew Report. Space near Kerbin, dass er jetzt normal sagt, er manchmal auch einfach Crew Report from Space just above Kerbin's Water oder just above Kerbin's Silence. Warum macht er das eigentlich nicht mehr? Ist das bei euch auch? Na, die kommen dann irgendwann wieder. Weil so könnten wir nämlich. Sehr gut. Hier, ich bremse mal ein bisschen ein schon mal. Mit der Winkel noch steiler, ist schlecht. Vor allem ist das hier auch wieder Grasslands. Impact Biome, Water. So, das wäre natürlich schön. Könnte man nämlich noch einen Crew-Report from... Oder ein EVA-Report. Auch wenn ich dann wahrscheinlich nicht mehr rauskomme. Oder Bill Coyman dann ebenfalls als vermisst zählt. Ich bin ja bei diesem Spiel, mache ich das ist... So, und wieder Eintritt, den wir wahrscheinlich nicht überleben werden. Also am meisten gehen mir die Fallschirme auf den Sack. Muss ich ehrlich mal sagen, die meisten gehen mir eigentlich im Moment die Fallschirme auf den Sack. Kann man jetzt... Belu oder Belov heißt unter, oder? Jawohl. Und above, über? Genau. Das habe ich befürchtet. Na, ich soll in über 18.000 Metern was messen, aber da kommt ja mein Flugzeug nicht hin. Aber Flugzeug schaffst du 18.000, oder? Spielst du mit dem Standard-Aerodynamik-Modell oder nicht, ist halt die Frage. Oh, wir werden. Meinst du, dann könnte das klappen? So, wir bremsen jetzt mit der Rakete. Es ist mir völlig egal. Hauptsache der Sprit reicht. Treibstoffanzeige. So. Hier. 18.000 Meter. Bisschen Sprit heben wir uns auf für kurz vor der Landung, damit nicht zu viel kaputt geht. Fallschirm raus. So, der bremst uns nicht. Sehr gut. Schöner Fallschirm.
Kackding. Also falls wir später nochmal abgerissen. Okay, wir haben... Ich weiß nicht, warum die bei dir immer abreißen. Das passiert bei mir nicht. Ich weiß es nicht. Ich musste den Fallschirm wieder früher rausschmeißen, weil wir dann gerade langsam waren. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir Bill Kerman irgendwann mal wiedersehen. Naja. Und tschüss. Unglaublich. Die drei Helden Kerbins haben wir schon verschlissen. Bald. Nur noch Bob ist übrig. Ich werde gleich mal, glaube ich, Real Shoots installieren, weil diese normalen Fallschirme, die kannst du mit Ferrum Aerospace nicht benutzen. Die Luft ist zu dünn, die Bremswirkung ist fast nicht da. Und die Auslösehöhe, das passt alles einfach nicht. Das ist einfach völlig unstimmig. Uns fehlt ein Forschungspunkt, ein verschissener Forschungspunkt. Wo könnten wir den jetzt herkriegen? Dann läufst einfach vom Dings runter, von der Startbahn nochmal runter. Ja, hab ich schon. Grasslands habe ich schon abgedeckt. Wir müssen mal gucken, ob er den... Nein, du kannst doch direkt auf der Rampe und dann direkt daneben nochmal. KSO oder was das da ist. Gibt das auch noch was? Ja. Okay. Weil nebendran zählt normal als Grasland. Das hatte ich schon. Aber wir können zur Not ins Wasser plumpsen. Vor dem Space Center. Aber wie gesagt, die Fallschirme, die gehen gar nicht. Also, ich steig mal gerade aus. Ich guck mir das mal an. Können wir hier noch einen Punkt haben? Nichts mehr. Okay. Oder? Stimmt, es gibt auch noch Space Center, ne? Einmal Launchpad und einmal Space Center. Und hier gesagt, wo der Pool ist, ist ja auch nochmal... Der Pool? Haben wir einen Pool? Wir haben einen Pool. Ja, seit Version 2.4 oder so. Wo ist denn der? Ach, da vorne oder was? Nee. Direkt neben dem Administrationscenter. Ist natürlich... Vielleicht fliehen sollen. Nö. Bill ist hier mit höchstem Tempo dabei. So. Aha! Vom Crawlerway haben wir auch nochmal hier einen. Damit haben wir genug. Alter Schwede. Okay, aber was ich jetzt mache, ich starte das Spiel mal ganz kurz neu, dauert nicht lang. Ich werde mir Real Shoots installieren und dann sind wir gleich wieder da, weil, ey, das sind jetzt so viele Kerbals, gute Kerbals, im Dienste der Wissenschaft gestorben. Weil wir keine Fallschirme hatten, die funktioniert haben. Also hier gehe ich mal kurz, ich habe kurz Blackscreen. Upp. Unglaublich. Ich habe mir jetzt so ein Flugzeug zusammengeschustert hier, aus vier Teilen. Ja, dann einfach fliegen. Steht so ja stabil in der Luft, ja. Bin begeistert. Unglaublich. So, jetzt kann man hier gucken. Real Shoots. Wo haben wir es? Da gab es nämlich heute eine neue Version. Real Shoots Parachute System. So. Installation Notice Important. Okay, gut. Okay, das heißt, wir hauen das mal hier im... Passt. Gut. Starten. Und, hallo, CubeMan. Geht gleich weiter, ich musste nur kurz das Spiel neu starten. Ich tauche das Ding jetzt aber auch wieder in dem, ne, in deinen Stacks auf. Welches? Real Shoots, oder das was? Das hatten wir da rausgenommen, weil... Ja, das hatten wir da rausgenommen, weil da nichts angezeigt hat. Weil das Staging nicht... Ja, okay, das schieben das wir einfach richtig, auf... schieben wir einfach auf Real Solar System. Ich werde auch gleich mal das Topic hier vom Stream ändern. Ich habe noch nie so lange am Stück gestreamt, muss ich dazu... Ich habe... Nee, ich glaube insgesamt noch nicht so lange gestreamt. Krass.
Was für Scheiße, schon jetzt fast 4,5 Stunden. Mal gucken, ob wir die 24 voll kriegen. Ah, das ist gar nichts, also was ich schon gestreamt habe. Ja, wir spielen Vanilla, also Real Solar System ist zu langsam. Zu langsam sage ich, zu langweilig, auch zum Zuschauen und zu schmerzintensiv. Für mich und die Zuschauer, das ist einfach zu böse. So, warte, ich blende kurz mal um. Ja, das Schöne war ja, Real Solar System hat dir ja alle möglichen Daten angezeigt, ne? Die Bildchen sagen überall, du bist schon Kilometer weit im Orbit, obwohl du immer noch im Surface warst. Ja. Der jetzt den Stream aktualisiert. Warte, ich guck mal. Und hallo Kamul, grüß dich. Eins von drei Punkten habe ich jetzt abgeflogen. Ich werde begeistert. Ich schaffe tatsächlich so eine dusselige Mission. Na, alle. So, jetzt haben wir hier erstmal neue Bauteile. Real Shoot, Cone Shoot. Wir bekommen hier ein Real Shoot, Radial Shoot. Ja, hier ist alles da. So, jetzt können wir erstmal hier Science Tag. Jetzt geht's vorwärts. ST0 Solar Panel, 4 Electrical Charge. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Photovoltaik. Das eine kommt von irgendeinem anderen Addon, ne? 12. Gibt's eigentlich einen Mod, wo du dir einen Friedhof aufbauen kannst daneben? Oder die Weiß ich nicht. So, pass auf, 45 pro Minute, das ist stärker, ne? Das ist aber 2x2 Meter, das ist größer als das hier wahrscheinlich. Also kaufen wir erstmal das Kleine, wir spielen ja auf Hard. Gute Nacht, Marie. So, Universal Storage. Ah, jetzt kriegen wir hier erstmal, pass auf. Science Bay, mit dem habe ich... mit dem habe ich noch nichts anzufangen gefunden. Was wir brauchen, ist den Magnetometer Boom. Der kostet jetzt natürlich hier 6,5 Mille. Richtig, ich habe seit der ganzen Zeit noch Black Screen bei mir. Echt jetzt? Ah, ich depp. Ja. Sorry. Ja. Jetzt geht's weiter. Sorry, ich hab's gar nicht mehr gesehen. Nee, so, jetzt Aufnahme läuft auch wieder. Sorry, fehlt nicht viel. Ich habe nur hier Dings gemacht. So, Science Junior nehmen wir mit. Das erinnert mich gerade an so eine Karte, die ich geschenkt gekriegt habe. Berlin bei Nacht. Eine Karte, da stand nichts drauf. So, Bild müsste jetzt aber gleich wieder kommen. Ich weiß nicht, ja, eben aktualisiert aber mit dem Stream. Gut. Jetzt könnten wir theoretisch, wenn wir noch einen Piloten finden, der sich freiwillig da reinsetzt. dann könnten wir, wo, was waren das? Jeb überlebt? Was waren das Bauteil? Jeb's Orbiter? Was war denn das Bauteil, was wir zum Moon geschossen haben vorhin? Was? Jeb überlebt? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ja, ich suche gerade die Rakete, die wir vorhin für den Moon gebaut haben. Ich werde ja keine neue erfinden. War das die? Fliegt nicht noch die Hälfte der Rakete um Kerbin? Ja, stimmt. Da müsste ja noch irgendwas rund um Kerbin fliegen. Wollen wir mal gerade gucken, wie das heißt. Da steht dran, wie sie heißt, ja. Eine Mondstation, gerne, so wie wir uns das leisten können. Wir haben im Moment nur 70.000 Credits. Wir spielen auf Hard. Jeb's Orbiter war das, ja. Also, sind fast alle tot. Kann man ja ruhig sagen. Ich muss gucken, ob überhaupt noch einer sich freiwillig hier reinsetzen will. Wir brauchen Frovik Kermen, ne? Also, wir sehen hier, diese guten Körbels sind alle im Dienste der Wissenschaft gestorben. Ich hoffe, wir kriegen neue Bewerber mit der Zeit. Kostenlos Upgrade, 140 Scheine. Hast du schon mal in deine Lost in Mission Liste geguckt? Ja, im Moment, wenn du jetzt in den Stream schaust. ne, die Missionen, die funktionieren. Wir müssen deine Heldenwand irgendwann erweitern. Ja. Ich muss mich stumm schalten. So, jetzt pass mal auf, wie machen wir das? Ich möchte irgendwie noch Geld. Explore Minmus, Freunde. Jetzt lass mal rechnen. Wir kriegen 18.000 im Vorschuss. So, dann müssen wir... Boah, das Problem ist, wir haben nur zwei Slots für Missionen. Hier müssen wir einen Orbit machen. Wir müssen Scientific Data machen und...
Wir müssen landen und Daten vom gelandeten Zustand. Aber Mission-Ding kostet doch nur 64.000 das Update, oder? Ich habe aber nur noch 70 und wir müssen auch noch zum Moon. Alles nicht so leicht. Okay, wir sollten gucken, dass wir jetzt erstmal eine Rakete kriegen, die unter 18 Tonnen wiegt und aus maximal 30 Teilen besteht, Forschungsequipment dabei hat und einen Kabel sicher zum Mond und wieder zurückbringt, ohne dass wir die Möglichkeit haben, die Navigation, also die Navigation müssen wir so nach Daumenmaß machen. Alter. Also ich sag mal, die Rakete bauen ist nicht das Problem. Zum Mond fliegen ist auch nicht das Problem. Da zu forschen auch nicht das Problem. Das Problem sehe ich eher beim lebendig zurückkommen. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Wir brauchen erstmal neue Fallschirme. Also für alle, die später eingeschaltet haben, wo fange ich denn am besten an? Ich verstehe also im Moment nicht, warum du so weit weg willst. Es muss doch irgendwas geben, was näher ran ist an Mission. Nee, guck doch mal, pass auf, ich mach mal hier die, wo sind sie? Hier ist das Mission Center. Das sind alle Missionen, die wir haben. Explore Minmus. Aber wenn wir die reinmachen, dann müssen wir nach Minmus fliegen, auf Minmus landen. Orbit und Minmus, also das ist eigentlich leichter als mit Moon. Bin ich gerade am überlegen, ob wir das vielleicht zwischenschieben sollen. Dann haben wir irgend so einen Decoupler-Test, während wir auf Kerbin gelandet sind. Lehnen wir mal ab. Jetzt kriegt ja keine Punkte. Ja. Oh, jetzt kriegen wir mal einen Small Gear Bay. Splashed down at Kerbin. Hier, guck mal, da kriegen wir 20 Forschungspunkte dafür, dass wir so ein blödes Fahrwerksteil testen, während wir im Wasser schwimmen. Müssen wir uns mal überlegen. So, dann haben wir hier diese D-Magic-Gedöns. From Space Around the Moon sollen wir Science-Data... Oh, es gibt 50 Scheine. Die nehmen wir mit. Komm, wir fliegen zum Mond. Ja, das Problem wird sein, die Parts zu testen, ist das Problem. Das bringt fast kein Geld. Man muss immer bedenken, da geht unter Umständen mal was kaputt oder... Muss nicht sein. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt eine Rakete hinkriegen. Blend mal hier unten das Infofenster ein. Ich hoffe, man kann das im Stream einigermaßen sehen. So, unsere Rakete muss in diese ganzen Parameter reinpassen. Und dabei noch... Ja. Und dabei noch irgendwie... Zum Moon. Aber wenn so ein Probe auf der Erde steht, muss es auch eine Antenne haben, ja, damit es ja funktioniert. Da brauchst du auch eine Antenne. Das ist ja eine Scheiße. So, okay, wir haben 6300 Meter pro Sekunde. Delta V. Das würde im optimalen Fall reichen. Wir kriegen jetzt Photovoltaik-Panels. Wir spielen natürlich auf Tech Life Support, haben wir natürlich auch noch drin. Das ist jetzt nicht. So, der muss auch noch mit drauf. Obwohl, ne? Nehmen wir Tag Life Support mit oder nicht? Es ist halt ein ganz schönes Gewicht, ne? Ja, zum Mond brauchst du es nicht. Du 50, hast 3 Tage Zeit. 50 Kilo und Strom haben wir im Endeffekt jetzt unbegrenzt mit dem. Mit den Solar Panels. Da bringen wir erstmal 2 Stück an. So. 15,5 Tonnen. 6382 Meter pro Sekunde. Wiedereintritt werden wir das Ganze hier verlieren. Die ganze Rakete kostet uns aber nur knappe 8000. Das ist schon mal ganz gut. Aber jetzt kommen erstmal die teuren Parts. Und wir können nicht EVA gehen. Das heißt, wir müssen die ganzen Forschungsdaten irgendwie mit sichern. Das heißt, wir bauen uns mal hier einen Universal Storage Quadcoupler ein. Jetzt wird's teuer. So, Magnetometer Boom. Mystery Goo. Science Bay. Science Junior, so. Und dann lass uns noch einen zweiten Science Junior mitnehmen, dass das Ding geschlossen ist. So. Dann brauchen wir ein Hitzeschild. Es gibt so eine Kackmission, das sehe ich so. Oh, jetzt ist. Ey, diese Hitzeschilde. Oh, ich hasse es. Ha, es hat geklappt.
So, okay. Das wäre erstmal so die Basis. Wir haben Licht, wir brauchen auch noch einen Fallschirm. Mark 16. Brauchen auf jeden Fall für das Gezumpel mehrere Fallschirme. Wo sind die Fallschirme jetzt? Ah, separat. Auch cool. Okay, und dann wollen wir noch den Radial Shoot von 8000. Boah. So. Zack, zack. Okay. 16,6 Tonnen, aber jetzt fehlt uns ein bisschen der Schub. Okay. Pass auf, so. 5.300. 1.390. So. Okay. Fünftausenddreihundertneunzig und wir haben nur noch 0,3 Tonnen Platz. Super. Die Lower Stage ein bisschen vergrößern. Warte mal, wenn wir hier oben einen kleinen Tank noch reinbauen. So. Jetzt schon voll. So, 500 Kilo. Und der wiegt 2 Tonnen. Oh, das passt gerade. So. Okay. 5400, also Free Return Trajectory. Und dann müsste es gerade so. Gerade so passen. Wir könnten hier oben noch ein bisschen an Gewicht sparen, indem wir das kleinere Triebwerk einbauen, da wir jetzt Strom ja aus den Solarpanels bekommen. So. Okay. Das. Dann das. 5700. Okay. Ich würde sagen, das versuchen wir mal. Krieg ich einen Pilot drin? Ach so, ja. Haben wir noch einen? Ja, Frohwig Kermen. Moon Orbiter. Schauen wir mal, was passiert. Ich bilde mir ein, dass es klappen könnte. Aber ich könnte mich auch täuschen. Wir haben die Tonnage genau erreicht. Es kann sein, dass er jetzt wegen 1-2 Kilo meckert. Ja. 10 Kilo zu viel. Fressen. Ein bisschen Fressen raus. Monoprop raus. So, vielleicht langt das jetzt schon. Was für ein Scheißspiel. Da hat Alter, die Antenne abgerissen. Ja. Beim Flugzeug. Oh. Ja. So, wir müssen irgendwo ein bisschen Sprit. Du musst landen dann, um die Antenne zu benutzen. Aber von Essen und Wasser kannst du doch die Hälfte rausschmeißen, oder nicht? Ne? Normalerweise würdest du das schon alleine, ich sag mal, ohne alles 3 Tage auskommen. Stimmt. Also das ist... Total Mass ist immer noch zu viel. Trockenmasse und... Oh! Was denn jetzt? Jetzt hat er alles, alles rausgemacht. Das will ich jetzt nicht. So, wir wollen auf jeden Fall Oxygen. Ja. Warte mal, da müssen wir... Scheiße. Wie sind denn die Standardmengen jetzt, die da drin sind? Gerade mal gucken. Ah, jetzt ist das hochskaliert. So, die Standardmengen sind Oxygen 125, Water 0,8. Okay. Jetzt muss man den Sprit hier manuell wieder einfüllen. Oxygen 125.
So, Water 0,8, 0, machen wir 0,4. Scheiße. Oh. Da raus. Oh, wie mich das jetzt annervt. Komm her. 0,4. Da auch drin. Food nehmen wir auch. So 0,4. So. Stimmt, ne? Alles wie es... Ja, wir haben jetzt die Hälfte mit. Naja, ein bisschen weniger Food. Das darf doch nicht wahr sein, dass wir jetzt hier am... Ja, die... Diese... Am Essen scheitern. Nee, er sagt jetzt tatsächlich, es... Weißt du was, dann lassen wir halt einen... Dann haben wir aber ein Loch in der Rakete. Wieso hast du da einen Pott unten dran hängen? Wo? Ja, ich bin nicht über der Masse, das, ja, eigentlich müsste es... Ich weiß noch nicht. Ich nehme jetzt hier aus der Unterstufe einfach noch 10 Liter Sprit raus. Sieht dein Hangar oder dein Dings eigentlich immer so aus, wie als wäre eine Bombe eingeschlagen, überall liegen Bauteile rum? Ja, bei dir nicht. Wie schwer ist denn so ein Panel? Weil du nimmst doch eh keine Batterien mit. Da reicht doch auch ein Panel, oder nicht? Ja, mir geht immer mal was kaputt. Ganz ehrlich, die Panels wiegen nichts. Ja. Oh, doch, ich mache so wenigstens 4. Weil es kommt immer dazu, dass die Rakete in dem Moment nicht so gedreht ist, dass das Panel Licht kriegt. Ja, das kann man aber machen. Sehe ich jetzt nicht so kritisch. Ich habe es jetzt einfach wieder aufgefüllt. Jetzt passt's. Schön. Gut. Ja, dann lass uns doch einfach das Elend hinter uns bringen. Ich glaube, es klappt. Jetzt hast du aber nur ein Panel drin, ne? Ja, eins langt. Sehe ich jetzt auch so. Zur Not. Ach so, wir können noch nicht aussteigen, ne? Nein. Ja, muss man halt aufpassen. Mein Gott. Hast du alles, was du brauchst, was du dafür die Mission brauchst? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ach so. So. Ich glaube nicht. Irgendwas wird fehlen. Wir fliegen einfach und dann gucken wir auf den Weg. Scheiße! Scheiße! Ah, oh, ich wusste's. Oh, wenn wir das jetzt nochmal landen, ne? Meinst du, das kriegen wir nochmal gelandet? Scheiße. Ich versuche das nochmal zu landen. Das muss ja möglich sein. Ja, genau. Mach einfach Sprit raus, dass das Ding wieder gerade runterfällt und vor dem Boden bremst da. Wir machen einfach hier die Parachutes raus und dann... Was hast du denn vergessen? Wir wollten ja zum Mond fliegen. Das Problem ist, da wir ja keine Route planen können, weil wir noch keinen Kurs berechnen können, weil wir noch keine Computer haben, so, habe ich den Winkel falsch. Musst du warten. Ja, okay. So. Okay, wie gesagt, ich fand das recht interessant. Ich habe das mal gesehen, der hat wirklich gewartet, bis der Mond am Horizont aufgeht. Hat dann angefangen, hat direkt auf den Mond drauf zugehalten und es hat funktioniert. Er ist wirklich dorthin gekommen. Hätte ich nie gedacht. Ja, funktioniert hat es ja bei uns auch. Also, ich meine, wir sind hingekommen zum Mond. Ohne Planung, ohne Ziel, ohne alles. Einfach nur, ja. Das, womit die meisten ihre Dummheit umschreiben. Erfahrung, ja. So, wir sind bei 13,7 Meter pro Sekunde. Wir müssen gucken, dass wir das Ding jetzt eingebremst kriegen. Und so wie wir aufsetzen... Ja, ist klar. Jetzt nicht auf dem Fahnenmast, du Scheißding! Nein! Oh, mach Recover! Ja! Hat doch geklappt. Weiß nicht, was ihr immer habt. So. Gut, dann jetzt nochmal. Ist halt nur manchmal schwer, weil wir ja praktisch das Bild später sehen als dato. So, wollten wir noch was dran verändern? Nö, hat alles, hat geklappt. Also... Nein, was ist denn jetzt? Ist das Ding 40 Kilo zu schwer? Ich hab gleich die Schnauze voll. Was ist denn jetzt schon wieder?
Dein Kopf hat nochmal was gegessen. Ah, ich bin gerade am überlegen, ob wir die Antenne nicht besser abbauen. So. Ja, wo kommen die 40 Kilo jetzt her? Wut raus. Soll er vorm Flug essen? Hast du vielleicht deine Triebwerke und deine Tanks jetzt wieder ganz voll gesetzt? Ja, aber ich hatte die vorher auch nur so ein bisschen leer und dann wieder voll. Hat er noch das Schweißnaht nach hierzu? Oh, ich will nicht so viel Sprit ablassen müssen. Jetzt sind wir bei 18 Tonnen. Naja, dann haben wir halt ein bisschen so. Können wir das Essen auch wieder reinstopfen, ne? Weil ich sehe es kommen, dass es dann Scheiße gibt. So. Ich hätte mich kaputt gelacht. Wir setzen das Ding auf dem Fahnenmast auf. Alles explodiert. Alles für die Fies. Der nächste Pilot tot. Wir brauchen so ein Launch-Escape-System irgendwie. So. Jetzt schnell hier Zeitbeschleunigung, bevor das Ding auf die Idee kommt, sich rumzudrehen. Hier kreist übrigens immer noch die Leiche von irgendwem anders im Kreis. Gucken, ob wir das auf dem Rückweg vielleicht... Ach nee, wir können ja nicht EVA gehen. Hat sich erledigt. So. Bisschen noch. Ich guck mal, glaube... Am 26.03. um 23.97 Uhr ist uns Papa wieder am nächsten. Ja. So, ich würde sagen, wir starten jetzt, bevor Frohweg kommen, es sich anders überlegen kann. Nix wie weg. Wir können... Ah, warte mal, wir haben ja hier neue Erkenntnisse dabei. Science Junior können wir auch noch... Ach, du glaubst es nicht. Jetzt erstmal das... Aber es fliegt. Das ist die Hauptsache. Es fliegt. Es ist, wir haben keine Möglichkeit, es zu stabilisieren. Und der Treibstoff reicht mit etwas Glück bis zum Mond. Was willst du mehr? Wir haben eine Solarzelle, an der hängt das ganze Überleben der Mission. Das Geld ist fast alle. Wenn diese Mission scheitert, haben wir ein ziemliches Problem. Ist doch alles gut. Du bist ja sicher, dass Abuf über heißt, ja? Ja. Ja, doch. Ich weiß noch nicht, wie wir es schaffen. Das gleiche Problem wie ich. Denn ich weiß nicht, ob jeder was sagt. My English is not so yellow from the egg. Achso, kurz mein zum... Flugzeug, ja. Zum Thema TS, das... Was ist denn jetzt passiert? Zum Thema TS, das Passwort war... Currywurst mit einem großen oder kleinen C. Okay, wir sind alle unterschiedlich laut. Ja, ich werde wahrscheinlich am lautesten sein. Die anderen beiden werden leise sein, aber wenn ich müsste die Lautstärke... Was macht denn die Rakete hier ständig? Ich müsste die Lautstärke, also ich kann die Lautstärke vom Teamspeak leider nicht unabhängig vom Rest machen. Was ist denn mit der Rakete los? Was ist denn mit der Kamera los? Oh, jetzt stimmt's wieder. Oh. So, guten Abend. Hast jetzt halt leider den Ton ein paar Sekunden verfrüht. Weiß nicht, was mit der Kamera gerade los ist. Boah, warum ist denn das... Alter Vater, so. Guten Abend. Sag mal, hat der das ganze Space Center? 12.000 verliert dieses dusselige Jetpack da seine Energie. Wie soll ich denn über 18.000 kommen? Das ist doch Blödsinn. Ja, das, ja. Was fliegst du denn da für komische Kreise? Ja, irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Hast du vielleicht auf Chasecam umgestellt? Nee, ich hab grad mit V kannst du die Kamera, aber bei Free? Bei Orbital? Nee, nicht Free. Und bei Chase? Also normal habe ich sie auf Auto. Rakete ist weg. Wo ist denn die Rakete? Scheiße, ich flieg blind. Ich sehe die Rakete auch nicht mehr. Alter, was? Ey, boah. Also auf Hard, ne? Oh Mann. Okay, wir sind im Orbit, wie es aussieht. Ich sehe nur die Rakete nicht mehr. Hallo? War sie da gerade? Ich würde gern das ein oder andere Experiment starten, aber
Was ist denn? Das hatte ich ja noch nie. Können wir das von hier starten? Nee, ne? Puh. Was ist denn jetzt? Reaching Wenn du über das Kontrollcenter nochmal anwählst? Das ist eine Möglichkeit. Nee, ich kann da nur nochmal neu... Nee, weil wir auf Hard spielen, kann ich nicht zurück. Reaching Crew G-Limit, was ist denn da? Ja, wir machen einfach weiter. Hilft ja nichts. Vielleicht sehen wir jetzt irgendwo mal den Abgasstrahl, dass wir mal wissen, wo wir sind. Nee. Hä? Aber, hä? Also, irgendwas ist hier ein bisschen buggy, ne? Ich habe keine Ahnung, was da eben los war. Nur, dass es uns ein Schweinegeld gekostet hat, der nächste Pilot tot ist. Ja, Ray Bradcarman. Ich habe keine Ahnung, was da eben passiert ist. Irgendwie hat die Rakete gemacht, was sie wollte. Ich weiß nicht, warum. Die Rakete hat plötzlich gemeint, sie müsste sich selbst irgendwie... Gewicht stimmt. Ich denke, wir starten einfach einen neuen Versuch. Die Ausrichtung müsste ja jetzt perfekt sein. Habe ich jetzt den Piloten drin sitzen? Wehe nicht. So. Sitzt Bob Kerman drin. Aber jetzt kann ich ja nochmal zurück, ne? Steht gerade so schön still. Ich hab's ja schon. Ah, da kriegen wir nochmal 4,5 Science. Pupp. Wieder zurück. Ja, keine Ahnung. Das hat eben schon so komisch angefangen, dass das alles so und dann plötzlich Reaching Crew G-Limit. So, wir brauchen den Moon Orbiter, ne? Den haben wir gebaut. War das der Moon Orbiter? Ja, ich glaube schon. Ray Bradcarman, du bist der... derjenige welche. Ah, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Muss ich wirklich sagen. Mal gucken, wenn das jetzt wieder den Fokus verliert, dann wäre es schlecht. So, Ray Bradcarman, pass auf, ist ganz einfach. Du musst einfach nur sitzen und dann so, weißt du, und dann so, bumm. Ach, Mond kann sich lange hinlegen und schlafen. Ja, ach so, Mond. Ja, Mond steht noch richtig, müsste hinkommen. Da wir ja keinen Kurs berechnen können und keinen Intersect berechnen können, müssen wir das alles so ein bisschen Pi mal Daumen machen. Da wir kein Ziel auswählen können, müssen wir auch das ein bisschen Pi mal Daumen machen. Und da der Treibstoff ziemlich knapp kalkuliert ist, müssen wir auch das ein bisschen Pi mal Daumen machen. So, hier sind wir die G-Force. Sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Bin mal gespannt jetzt, was jetzt passiert. Irgendwann dann so auf 10.000 Meter hat sie plötzlich angefangen zu spinnen. Und weiß ich nicht, vielleicht kam der Kraken oder was? Keine Ahnung. Ray Bradcarman. Hm? Was? Oh, ich habe ja noch einen Schluck Kaffee. Das ist die Rache von Jeb. Ja, wahrscheinlich. Jebs Geist kommt aus der Unterwelt hervor, ja, und sagt, nee, du fliegst nicht zum Moon. Schon wieder, guck dir das an. Jetzt fängt das hier an, wegzufliegen. Ich habe keine Ahnung, warum. 7000 Meter und eben fängt sich an, die Kamera einfach zu verlagern. So, jetzt wollen wir Gravity Turn machen. Das klappt auch noch alles. Da, schon wieder.
Als würde irgendwas auseinanderbrechen. Obwohl du SAS drin hast. Ja, es schwingt auch nichts. Also es sind jetzt keine Bauteile, was dass man sagen kann. Hier ist auch alles nominal. Also wir haben hier keine... Oh, oh. Oh, oh. Oh, Schub, Schub, Schub. Komm, 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 komm. Schon wieder. Jetzt haben wir Large AOA, Sideslip. Okay, 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 okay. Oh, Freund der Sonne. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen... Alles aus bis zum Fallschirm, alles wegschmeißen. Nix. Nochmal hoch. Gravity Turn, komm, 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 komm. Ja, wir sind wieder da. Hallo. Da links ist sie. Da rechts. So. Müssen wir mal gucken, dass wir den Arsch wieder hochkriegen. Jetzt schon wieder? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum die Rakete so sich anstellt. Ist schon wieder? Das ist Hammer. Mittlerweile bin ich fast ganz ausgezoomt. Sonst geht's einfach nicht. So. Gucken, vielleicht mit etwas Glück, wenn wir jetzt gleich die Stufe trennen. Boah. Ja, sehr traurig, wenn du als erstes Gebäude deinen Friedhof erweitern musst. Ja, was ist denn jetzt hier? Jetzt spinnt hier das G-Limit. Ja, ein Friedhof hätte ich ganz... Was ist denn da los, Mensch? Das hatte ich noch nie. Ob da Farron gerade ein bisschen rumspinnt? Das ist der Hammer. So, hier muss irgendwo die Rakete sein. Einfach nur schwarz. Hammer. Wir gucken mal, ob wir das trotzdem noch zum Moon schaffen, das Ding. Wenn nicht, Spiel neu starten und dann... Mach mal mit den Fine Controls, dass die... Alter, was ist denn da los? Vielleicht sehen wir bei Tag mehr. So, normalerweise müssten wir jetzt einfach nur brennen. So, mal gucken, was passiert. Ja, das ist wirklich Jeb, der aus dem Grab heraus jetzt hier alles verflucht. Rakete geht in eine andere Dimension. Ja, das nochmal, das Passwort für den Teamspeak war Currywurst. Kann das einer? Ich kann nicht in den Chat schreiben, leider. Das einer gerade mal in den Chat schreiben, und das wäre super. Ich suche dieweil die Rakete. Wir fliegen was halt von hier. So, Er kommt immer sehr früh mit seiner Meldung, dass wir das G-Limit erreichen. Hier unten sehen wir ja, also wir sind noch lange vom roten Bereich wieder weg. So. Brauch mal... den Rendezvous. Die Rendezvous-Abteilung brauchen wir nicht. So. Ja, mal schauen. Ey, was? Das Ding hier rumspinnt. Was das Ding rumspinnt. Ich höre es irgendwo auf dem linken Ohr. Aber ich sehe die Rakete auch nicht mehr.
Ups, Entschuldigung, ich habe die Szenen gerade mal umgeblendet. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Oh. Ja, wenn das Spiel ist ja so schon schwer genug, ja, dann muss es auch noch hier mit dem. Und stopp. Tja, vielleicht schaltet das Spiel automatisch durch den Hard auf den First-Person-Modus, wa? Ja. Nee, ja, vor allem das macht's nicht. Beim Abstellen vom Triebwerk ist jetzt auch der Railroad Kerman auch noch gestorben. Ach, da ist er wieder. Guck mal. Jetzt auf einmal. Da sind wir. Ja, super. Super. Geil. Ich krieg zu viel. Ja, können wir nichts anderes machen, als das ebenfalls im Space Center rumgammeln lassen. Ich starte das Spiel nochmal neu. Vielleicht wird's dann besser. Das gibt's doch nicht. Ich blende euch mal kurz hier den Werber. Dingens, wenn das. War das diese Taste? War das diese? Das war diese Taste. So. Unglaublich. Da hat's einfach bupp gemacht. Ich guck grad mal, ob Ferrum eine neue Version draußen hat. Eventuell liegt es daran. Tatsächlich. Lauter, lauter. So, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? So. Gut, Spiel kommt hoch. Ich hole mir noch eine Tasse Kaffee und dann bis gleich. So, da sind wir wieder.
Ja, das ist die Event Horizon, da hast du recht. Alter Schwede. Jetzt mal gucken hier, Let's Play Live. Tag 5, ja, wir haben schon mehr Kerbals verheizt, als wir Tage hier beschäftigt sind. Das ist schon ein ziemlich schlechtes Zeichen. So, Stage Destroyed, natürlich. Oh, hier haben wir was recovern können. Gut. Next Try, ich habe mal Ferrum Aerospace aktualisiert. Ich hoffe, dass dem jetzt richtig tut. So, den Moon Orbiter. Ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeit haben, irgendwie eine Rakete zu bauen, die es schafft, noch günstiger zum Mond zu fliegen als der Moon Orbiter. Erstmal müssen wir gucken, ob wir einen Pilot kriegen. Eins, zwei Piloten haben wir noch. Wenn uns die Piloten ausgehen, müssen wir bis dahin Advanced SAS erforscht haben. Das ist erstmal gut. Ich hoffe, dass wir irgendwie auch mal neue Bewerber finden, aber ich glaube, bei dem Stellenprofil, da sträubt sich dann doch der ein oder andere, obwohl ich gar nicht verstehen kann, wieso. Okay. Der Moon Orbiter ist leicht genug, Strich 18 Tonnen. Und der nächste Versuch. Ja, wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich es ja auch nicht. Aber es lag wahrscheinlich an Ferrum. Wenn nicht, dann weiß nicht, warum es plötzlich rumgesponnen hatte. So. Jetzt hat er den Bob reingesetzt. Na komm. Alles wieder zurück. So, jetzt nochmal hier. Wollen wir jetzt aber den Ornand. Ornand Kermen. Jetzt hat er den Bob schon wieder reingesetzt. Ich krieg gleich zu viel. Aber der Bob ist ja Scientist. Das kann jetzt ganz gewaltig nach hinten losgehen. Deswegen mache ich gerade mal als erstes hier die. Das ist die letzte Stufentrennung. Dann können wir die Kapsel absprengen, falls jetzt Scheiße passiert. Denn wir haben kein SAS und ich möchte doch mal kurz den Magnetometer Boom aktivieren. Und jetzt hängt er ja hier so an der Seite raus. Normal dürfte es nichts ausmachen. 0,9 Science. Nochmal weg. Also, unglaublich. So, jetzt nochmal. Also, den Moon Orbiter bitte. Aber mit dem Ornand-Kermen. Haben wir das jetzt? Und jetzt beten wir einfach mal und schauen mal, was passiert. Ich bin ein guter Dinge, dass es jetzt klappt natürlich. So, Ornand hat auf jeden Fall die Fähigkeit SAS erworben und dann 3, 2, stimmt's noch? Stimmt's noch? 1, ja. Dann können wir uns da einfach an der Flugbahn des anderen Moon Orbiters anschließen. Mit etwas Glück klappt das. Und dann können wir da mal winken. Jetzt haben wir schon zwei Skelette im All rumfliegen. Der eine wegen G-Force rumgespinne. Der andere ist erstickt, weil der Strom ausgegangen ist und dann das CO2 nicht mehr gefiltert werden konnte. Auch nicht so schön. Aber er hat es fast geschafft. Er wäre fast lebendig vom Mond zurückgekommen. Und das kann ja auch nicht jeder, ne? So, mal gucken. Bei 7000 Metern ist hier die Hölle losgebrochen. Es ist auch Kerbal Joint Reinforcements installiert, also was diese Verbindungen hier einfach drastisch verstärkt, dass das nicht so wobbelt und schlingert. Wäre jetzt die nächste Überlegung, dass das einfach, weil das zu viele Bauteile sind, aber die FLT 400, normal würde das Ganze jetzt so in sich wobbeln und rumspinnen. Aber das ist eigentlich alles okay, wir machen mal hier Far Flight Systems hoch. Und da, schon wieder. Gibt's doch nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. So, lass mal hier das Science Material
Interesting, ja. Gucken, ob wir das hinkriegen. Versucht den Koffer mal. Der Parachute oben ist weggeflogen. Liftoff. Der Parachute ist weggeflogen und dann ging es irgendwie. Ging es los. Hast du irgendwo noch eine Kontrolle drin? Kannst du irgendwo einstellen, Control from here? Dass die Kontrolle anders liegt? Nee, das hat sich irgendwie. Ich glaube, der Parachute steckt jetzt in der Rakete drin. Ich werde jetzt mal den Stack-Decoupler feuern und dann. Ja. Okay, Parachute Deployment failed. Schon mal ein schlechtes Zeichen. Ich schweige jetzt einfach mal. Kann nicht sein. Irgendwas spinnt hier. Aber ziemlich böse. Jetzt kann man gucken. Ich war sein. Unbreakable Joints. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt. Also ich meine, vorher ging es ja. Ob das jetzt an Real Shoots liegt? Ja, ich habe im Debug-Menü gerade mal geschaut. Da ist nix. Kann mal eine Debug-Konsole nachgucken. Geht ein bisschen länger zurück. Nee. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass irgendwie. Aber dass der Parachute dran schuld ist, weil der fällt ab. Ich baue mal einen anderen Parachute ein und dann. Jetzt los. Ja, und dann mal auf die seitlichen. Da kann man das besser beobachten. Der seitliche ist ja einer von Real Shoots jetzt. Landet. Okay, nur keine Crew mehr da. Haben wir noch einen Pilot? Das ist der letzte. Einen müssen wir. Alter, guck dir das mal an. Diese Liste. Scheiße. Das tut mir so leid. Oh Gott. Oh Mann, the last one, ja. Vielleicht sollten wir jemanden nehmen, auf den wir eher verzichten können. Einen Scientist mal. Ja, zum Testen. Als Testpilot. Kannst du die Raketen nicht eh testen, außer dieses Testing drauf? Nee, das geht im anderen Körbel kann ich das machen. Das geht nur mit dem. Okay. Mit dem Build Manager. So, den nehmen wir einfach mal. Ich setze gerade mal, wo sind denn diese drei Buttons? Hier, da können wir doch hier. Gut. Aber dann nenn die Rakete mit The Last Hope. The Last Hope? Ja, die letzte Hoffnung. Ja. Ja, erstmal abwarten. Warte mal, wir wollen mal gucken. Wir haben ja. Wir hatten 60 oder 70.000. Jetzt haben wir die ganze Knete versenkt. Weil der blöde Fallschirm wahrscheinlich am Arsch ist. So, der kostet. Na gut, das geht. Der kostet 500. Komm, gib her. Jetzt sind wir mal on top. Und dann müssen wir den nur ein bisschen. Bisschen. So, ein bisschen kleiner machen. Das sieht ja doch auch ganz schön aus. So, mal gucken, ob der. Oh, das gefällt mir jetzt richtig gut. Und dann lasse ich mal die Debug-Konsole offen. Und wir starten jetzt einfach mal zum Moon. Wir nehmen. Na, Bob hat. Bob. Ne, wir nehmen jetzt mal Danoli Kerman. In der Hoffnung, dass wir das irgendwie hier noch glatt ziehen können. Aber so viel Verlust, wie wir mittlerweile eingefahren haben. Kerbins Last Hope. Ja, KLH. Das Ding 120 Kilo, so schwer. Beim Start mache ich jetzt das Debug mal auf und dann gucken wir einfach mal rein. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Gewicht irgendwie. 120 Kilo müssen wir ja wegtun. Können wir hier was starten? Ne, hier können wir nichts rausnehmen. Mal hier ein bisschen Oxidizer weg. Hier ein bisschen Fuel. Ist eh egal. Sprit reicht bis zum Moon. Und auch wieder zurück. So. Gut, dann machen wir das Debug-Menü auf und dann schauen wir mal.
Ja, super. Das Ganze, alles für den Arsch. Unglaublich. So, komm her. So, Danoli Kerman hat keinen, wir haben keine SES zur Verfügung. Okay, die Debug-Konsole. Jetzt, ich hoffe, das passt jetzt, weil die normale Debug-Konsole kann ich nicht aufmachen, aber die kann ich aufmachen, wenn es anfängt zu spinnen. So, 3, 2, 1, der Moon ist uns. So, Liftoff. Ein Crewmember hat er jetzt, Tag Live Support. Okay. Und, ja, super. Geht schon gut los. Guckt ihr mal in die Debug-Konsole? Ich gucke, ob wir das Ding gerade ausfliegen können. Wow. Scheiße. Das war's schon. Ja, und wir können nicht reverten. Also, das hat zumindest jetzt mal ganz gut gehalten. So. Jetzt ist nur ein Sachschaden entstanden. Okay. Ja. Wir brauchen einen Piloten. Ich brauche SAS. Ich kann ohne SAS nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ich ziehe erstmal eine Kaffeetasse. Scheiße. Ach, apropos Kaffee. Mein Kaffee ist auch in der Küche fertig. Gleich wieder da. Bis gleich. So, den hier hinten können wir abschmeißen. So, dieser Cone Shoot mit seinen 3, der passt perfekt. Der passt perfekt auf die Kapsel. Der bremst genug. Vielleicht können wir hier gerade mal den Science Junior, damit wir wenigstens nicht ganz umsonst hier unterwegs waren. Und, achso, wir hatten die ganze Zeit Dings. Magnetometer brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier noch? Science Junior, Observe Materials Bay, können wir auch noch alles machen. 4,5, dann kriegen wir hier wenigstens ein bisschen Forschung noch rein. Ob es überhaupt noch was bringt, weiß ich nicht. So. 1,8. Das GU ist gelangweilt. So, raus da. Okay. So ein Scheiß. So, Moon Orbiter, du raus. Ordered Kerman darf. Ah ne, Kerman's Last Hope, Entschuldigung. Und Optred Kerman heißt, ne? Optred. Auf dem TS, ja, ein bisschen. Würde ich sagen. Ein bisschen ist schon los auf dem TS. Wir unterhalten uns gemütlich alle. So. Und ab dafür. Debug Toolbar ist oben. Schauen wir mal. Optred Kerman hat das mit dem Steuern natürlich gleich mal besser drauf. Erstmal gucken, dass wir das Ding ein bisschen auf Kurs bringen. Den hinteren falsch hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Geld haben wir eigentlich noch. Ja, das wäre dann auch der. Das ist jetzt wirklich die Last Hope. Weil dafür was anderes reicht das Geld nicht mehr. Der X-Net ist noch da, ja. Der ist nur, glaube ich. Ja, ich bin noch wieder da. Du bist wieder da, ne? Du warst nur Kaffee. Ich koche mir immer gleich eine ganze Kanne, weil ich hier im Büro sitze und Ach so. Am Rechner bin. Da koche ich mir eine Kanne, gieße das dann in eine Thermoskanne und dann nehme ich die Thermoskanne mit ins Büro, weil dann muss ich nicht mal bis in die Küche latschen. Das klingt gut. Ja, ich mache immer nur einzelne Tassen in der Senseo. Ich habe jetzt schon überlegt, die Senseo irgendwie, wenn ich einen Stream-Marathon mache irgendwie, dann muss ich hier die Senseo irgendwie hinbringen. Das ist irgendwie... Oh, ich habe so einen Kaffee. Ja, die ist auch 30 cm vom Wert fern, sehr wichtig. Ja. Ja, und nebendran noch irgendwie so ein Liter Wasser zum Nachfüllen, ja. Ja.
So, also wir sind bei 10.000 Meter und tatsächlich bis jetzt hat alles gehalten. Ich bin ein bisschen begeistert jetzt. Nur gucken, dass wir den Gravity Turn richtig hinkriegen. Da schließen sich mir noch ein paar Bedenken. Schon. Fette Möhre. Leib. Leib. So, Debug-Toolbar mache ich jetzt einfach mal zu. Das scheint ja funktioniert zu haben. Hat also wirklich an dem Parachute gelegen, der einfach abgerissen ist, warum auch immer. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den schweren Eimer irgendwie in Orbit geschossen kriegen. Inklination müssen wir noch ein bisschen in den Griff kriegen. 4 Grad, das ist schon ein bisschen viel. So. Na komm schon. So, mach mal ein bisschen Gleitflug. Hier können wir jetzt... okay. Das Ding ist erstmal so halbwegs auf dem Weg. Wie viel Sprit haben wir noch? 3080. Ja. Da haben wir noch 600. Ja, das müsste passen. Müsste passen. Wir gucken mal. Da ist der Moon. Wenn wir uns ein bisschen an der Flugbahn vom ersten Moon-Orbiter orientieren, müssten wir hinkommen. Und dann könnte das quasi auch, ja, vielleicht ein paar neue Bewerber herbeilocken. Da ist der Moon am Aufgehen. Gucken, dass wir vielleicht unser eines Solarpanel ein bisschen hier in Richtung Moon zeigen lassen können. Ein bisschen Strom hier. Oh, willkommen auf dem Teamspeak. Hallo. Gute. So, ah, da gibt's auch nochmal hier, Nummer 3. Science. Race near Kerbin. So. Jetzt nochmal hier. Die ganze Hoffnung der Körbelheit steckt in dieser ziemlich langen Rakete. Die ganze Hoffnung der Körbels. Ja. Alles, was die Körbelheit ausmacht, ist in diese Rakete geflossen. Unter anderem auch Obdread-Körmen. Der als Pilot jetzt... Es ist kein Jeb. Definitiv, es ist kein Jeb. Oh. Unterstufe ausgebrannt. Jetzt gehen wir mal in die Transferstufe und ab zum Moon. 2300. Ah, das sieht doch jetzt sehr gut aus. Ja, das sieht gut aus. Bin guter Dinge, dass wir das jetzt irgendwie zum Ende bringen mit ihm. Sprit könnte ein bisschen knapp werden. Entschuldigung, aber ich weiß noch nicht so genau, wie wir da weiter verfahren. Nee, sag mal. Ach so, ja. So. Ich bin sehr großer Hoffnung, dass wir das jetzt also wirklich, also es wird, ich sehe, dass das gut wird. Komm, 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 komm. So, gleich haben wir Orbital Velocity, dann noch 800 etwa, um zum Moon zu kommen. Da müssen wir vor dem Moon ein bisschen Gas geben, dass wir den richtigen Punkt erwischen, um wieder zurückzukommen. Sollte aber machbar sein. Hoffe ich zumindest. So. Das ist krass, man sieht echt seinen eigenen Orbit so beschissen. Da kommt er jetzt erst. Wird wieder sehr
Oh. Nee. Das gibt Murks. Also das gibt jetzt aber richtigen Murks. Wir gucken mal, was passiert. Im schlimmsten Fall können wir einfach wieder zurückfliegen. Aber der Mond wird uns hier nicht capturen. So, wir haben noch 500 Meter pro Sekunde, können wir auch nicht mehr sehr viel korrigieren. Aber Strom generieren wir ein bisschen, oder? Ja. Mit etwas Glück, wenn wir noch eine Umdrehung abwarten. Der erste Moon Orbiter, es hat perfekt gepasst, schaut euch das mal an. Der geht jetzt hier um den Moon. Kerbins Last Hope geht auf dem halben Weg das Futter aus. Kerbins Last Hope ist das Futter ausgegangen. Scheiße, und wir hätten nur ein bisschen mehr Gas gebraucht. Jetzt ist es Wasser, alle. Kerbals sind Säufer. Die Kerbals sind Säufer, definitiv. Aber du hast jetzt alles durch, ne? Auf den Boden aufgeklatscht, ersoffen, verhungert, Luft ausgegangen, explodiert. Von in die Sonne geflogen fehlt. Ja, es war von allem was dabei, den Moon verpasst. Einen schießen wir noch in der Sonne und das ist gut. In die Sonne? Das wird mit dem... Doch, das kriege ich hin, das ist kein Problem. In die Sonne, sagst du. Ja, warte, kriegen wir hin. Er ist ja dann weg. Pass auf, einen kriegen wir noch in die Sonne. Man bräuchte eine Mod, um erstmal an Tieren testen zu können. Das kann ich nicht. Erst ja. Hey, wir müssen gucken, wie wir das für 1000. Wir müssen jetzt irgendeine Rakete für 1000, die wir in die Sonne schicken können. Nein. Für 1500. Du hast so schon Kinder. Warte. Oh Gott. 850, noch ein Triebwerk. Mehr brauchen wir gar nicht. So, 1600, nein, es fehlen 29. Ah, wie unangenehm. Ah, okay, passt doch. Weiß nicht, was ihr habt, pass auf, ja. So, okay, so, und dann... Ja, mal gucken, ist jetzt halt die Frage, was machen wir? Hör mal auf, denke ich mal, ne? Das hat keinen weiteren Wert mehr. Müssen wir nochmal neu anfangen. Bist du jetzt durch... Kriegt die Mission nicht genügend Geld wieder zusammen? Nee, weil wir... Normal kommen doch immer nach und nach Missionen rein. Dürfte doch überhaupt kein Thema sein. Ja, das Problem ist, das ist das Letzte, was wir bauen können. Schau es dir bitte an. Einfach mal zum Nordpol laufen. Das ist jetzt wirklich das Letzte, was wir bauen können. Wir haben noch 269 Credits. Das reicht gerade noch für ein Abendessen für 4 Personen. Und deine Missionen sind alle ausgebühlt. Meine beiden Missionen, die laufen, haben mit dem Moon zu tun. Und wir können das jetzt noch in die Sonne schicken. Das ist kein Problem. Jetzt frage ich mich natürlich, warum du 2 für einen Mond angenommen hast, aber... Weil ich ja eigentlich... Die eine war nur, aus dem Mondorbit Sachen zu machen. Und die andere war aus... waren die andere Missionen. Ja, aber ich glaube, wir haben heute den ganzen Abend drüber geredet, dass es eigentlich doof ist ohne Manövernotes. Und trotzdem fliegst du unbedingt zum Mond, statt erstmal die Aufzeit. Ich hab's zweimal geschafft, zum Mond zu kommen, ohne Manövernot. Wenn man bedenkt, dass bei dem einen nur der Kerbel auf dem Weg gestorben ist wegen Gravity, weil der Fallschirm am Arsch war. Problem war halt, wenn wir gespeichert hätten vorher, dann wäre es entspannt gewesen, ja. Das ist jetzt halt so ein bisschen... Naja, ja. Ich meine, es war jetzt ab um 6, es waren jetzt 7 Stunden ja, Spaß. Vielleicht mache ich die Tage nochmal einen Stream, mal gucken. Jetzt fliegen wir nochmal schnell in die Sonne. Oh, was ist denn jetzt? Oh, warte. So nicht mit dem Commander.
Was ist denn hier? Warum haben wir... Ach, wir haben kein... Ah, sag doch gleich, dass wir kein SRS haben, Mensch. So, der geht noch in die Sonne. Das kriegen wir hin. Ja, so ein Elend. Ich meine, wenn dreimal die Raketen nicht am Arsch gegangen wären auf dem Launchpad, dann wäre alles gut gewesen. Ich weiß auch nicht, wie man mit diesen Billow-Missionen, die du halt kriegst, weiß ich nicht, wie man es unbedingt schaffen soll, ohne Manövernodes zum Mond zu fliegen, genug Geld und Forschungspunkte ranzukriegen. Weil halt eine Mission, wo ich für alles insgesamt halt 200 Credits bekomme, ist halt ein bisschen... Naja. Oh. Oh. So, guck. Gucken, ob wir das in die Sonne kriegen. Naja, geht so, ne? Ja, ansonsten fand ich es aber, war es sehr gelungen. Also auch vielen Dank an die Gäste hier im Teamspeak. Und ja, würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, können wir das Ganze noch die Tage nochmal wiederholen. Dann vielleicht nicht auf hart. Mal gucken. Weichei. Was soll denn das heißen? Ja, vielleicht doch auf hart. Und ja, dann... Am besten. Hm? Am besten an Silvester. Feuerwerk ist ja eh schon gewesen. Ja, können wir machen. Wenn nicht, mal gucken. An Silvester nachts oder so. Guck mal, wie ich schön gemacht habe hier. Na, ich glaube, wenn du dir deine Ziele nicht immer gleich zu hoch steckst, sollte es eigentlich funktionieren. Ja, ich denke, da mache ich nochmal einen Anlauf dann, die Tage. Mal gucken. Ich werde das dann mal nur kurz ankündigen, irgendwie auf YouTube, dann geht das schon. Dann gucken wir einfach und dann wird schon, denke ich. Aber damit daraus schneidest du jetzt ein Special-Video für YouTube, ne? So 10 Wege, seine Körbepiloten zu verheizen. Oh ja, das ist gar keine schlechte Idee. Ich guck mal, dass das alles noch... Ich hoffe, dass alles da ist. Waren ja jetzt einige Stunden Material. Dann schneide ich das jetzt gleich mal und da können wir dann die... Mache ich gleich die Ankündigung für das nächste Mal rein. Ich hoffe, du findest die wenigen Male, wo einer gestorben ist. Brauch ja nur zu gucken, wenn einer gestartet ist und dann ein paar Sekunden später. Ach, du ahnst es nicht, ja. Bevor du dann gleich bitte mal ausmachst, möchte ich bitte noch einmal deine Todesliste sehen, deine Lust in Mission. Aber natürlich, pass auf, dann... Oder, ja, gut. Dann ist Bob jetzt auch noch tot? Puff, pass auf, so. Das ist schön, wenn du durch einen Mausklick, mein Gott, ja. Andere spielen Shooter, aber kommt der eigentlich überhaupt an der Sonne an oder stirbt er eigentlich vorher? Ja, der verhungert halt irgendwann. Ich würde sagen, er steht vorher, der verhungert wieder. Wie alle anderen. Also, oh, Bob ist sogar noch on Tour, wie ich gerade sehe. Und Obdred Kerman ist auch noch on Tour. Jedenfalls, die sind alle gestorben. Jebediah Kerman, wir werden dich in Ehren halten. Bill ebenso. Hagard Kerman auch. Kierfurt Kerman, Melders Kerman, Andard Kerman, Ray Brett Kerman, Frovik Kerman und Ornand Kerman. Was Namen. Richtig geil. Ja, ihr alle hat's da hingerissen. Es bleiben nur die Forscher und der Ingenieur übrig. Alle Piloten verheizt. Und wir hatten viele Piloten. Wenn man sich das mal so anguckt. Ja. War schon nicht schlecht, muss ich sagen. War schon nicht schlecht. Wir haben noch einen Scientist übrig. Und er ist in Flying Vessel irgendwo. Wir können mal gucken. Vielleicht lebt er jetzt wieder. Er war doch in Kerbin's Last Hope, oder? Und ist gestorben. Dachte ich. Naja. Wie auch immer. Gut, Sandbox gerne. Eine Zuschauerstation, das klingt auch nicht schlecht. Jeder kann was einschicken und ich darf sie starten und die Kerbals sterben lassen. Ansonsten, ja, können wir wieder einen Themenabend machen, wie bei Arte. Zum Beispiel, was weiß ich, dass wir uns mal MKS und OKS näher angucken. Dann aber halt auch im Sandbox-Mode und dann werde ich ein paar Cheats einschalten, so Infinite Fuel oder so, dass wir uns die Teile einfach mal ja, schneller angucken, ohne da stundenlange Starts zu machen. Also
wie ihr Bock habt, würde ich sagen. Ansonsten bedanke ich mich einfach mal für den Stream und würde sagen, dann sehen wir uns die Tage wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. So, dann mache ich hier. Warte, tschüss.